Hallihallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier bei wieso will ich jetzt sagen Geheimakte? Venetica meine ich natürlich. So. Patrick ist auch wieder vom Schlag. Ja, hallo. So. Leuchtet deine Mundklinge rot? Ja, in der letzten Folge habe ich, warte, Escape? Nein. Wo ist es? M? Ja. Wir müssen. Warte. Wir müssen irgendwie da wieder hin. Da und dann zur Taverne. Das ist die Okay. einzigste, die ich jetzt kenne. So. Ja, die Mondklinge, die leuchtet rot aufgrund dessen, dass wir den Edelstein, dem wir den untoten Fürst abgejagt haben, haben wir gedönst. Wie heißt's? Eingesetzt. Genau, habe ich in den Laden. Hier ist eine Taverne. In den Laden, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie der heißt, eingesetzt. Musste 200 Dukaten dafür zahlen. Okay. Und dann haben wir auch schon die Sache mit der Schmiede gemacht. Da war ich jetzt aber viel zu faul, dahin zurückzugehen. Und dann habe ich 2000 Dukaten bezahlt, um damit Hat der das die ab abholt, den abholt halt. jetzt eine bestimmte Fähigkeit, eine neue, oder ist das einfach stärker, die Mondklinge? Ich meine, es ist einfach nur stärker. Also hier soll es irgendwie jetzt. Wir wissen die Parole noch. Und zwar, die Parole war folgende. Hüte deine Zunge auf den Dächern oder du könntest sie verlieren. Die Frage ist, ist das eine Parole oder eine Weisheit? Der Questgeber, sage ich jetzt mal, hat eindeutig gesagt, das ist eine Parole. Ich langweile mich zu Tode. Es wird Zeit, dass meine Klinge frisches Blut schmeckt. Wo ist eigentlich Balthasar? Er hätte schon vor einer Stunde zurück sein müssen. Ich habe ihm schon die ganze Zeit gesagt, dass es eine schlechte Idee ist, Totenbeschwörer zu bestehlen. Was? Sie sind mit verfluchten Kreaturen im Bunde. Keine gute Idee, denen etwas zu klauen, wie viel es auch auf dem Schwarzmarkt einbringt. Ja, kann ich weitergehen? Feigling! Nee, noch nicht. Balthasar wird jeden Augenblick zurück sein und seine Taschen werden voll sein mit Schätzen. Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass ich mich nicht mit dem Banditen verbrüdern sollte. Hey! Oh, eigentlich sind wir doch in der Rabengeschichte. Wieso greife ich jetzt also so an? Na gut, gegen zwei ist das ja auch blöder. Also, stimmt, so haben wir das mal. Ey, ihr Penner! Ihr gemein. So. Die Frage ist. Wieso um drei Gottesnamen? Ich musste doch hier hin, oder? Ach nee, noch weiter. Okay. Da ist ein Rabe. Kletterst du da hoch, Scarlett? Danke. Ja, nee. Patrick sieht es allerdings, aber er auf den Dächern. So, hier sind wir auf dem Dach.
Das sieht hier aber so aus, als ob ich da weitergehen müsste. Und was ist hier? Nix. Okay, dann gehe ich da mal weiter. Ich fühle mich schon ein wenig wie bei Assassin's Creed, muss ich sagen. Hat ja auch gar keine Ähnlichkeit. Ey, guck mal, den kennen wir doch. Von der Maske her und so. Jetzt kommt's, das ist Balthasar. Ich schwör's dir. Mal gucken, ob wir reden. Oh nein, da kommt doch jetzt wer von hinten. Aha. Man siehe mal die Augen des Löwen an. Aha. Ja, Scarlett, würdest du bitte damit aufhören? Scarlett, hallo, guck doch mal. Ja, und du erschreckst dich nicht mal. Ist schon klar, passiert auch jeden Tag, Mädel. Ja, das ist das Normalste auf der Welt, hallo. Gegen was kann das Vieh denn überhaupt? Also, ein Steindämon. Klar, dass ich da mit der Mondklinge angreifen muss. Ach du Schande. Wir probieren jetzt ein paar Ks. Das dauert mir sonst viel zu lange. Ja. Vielleicht mal das. Das hilft auch nicht. Okay. Geht das nur durch Nahattacken? Es ist ja wohl... Was ist die 6? So. Ja klar, das Vieh hat mit Sicherheit auch keine Ahnen. Okay. Die 7. Nee, alle Cards nützen Scheißendreck. Ich soll also stumpf da draufhauen. Du siehst die Leiste da, ey. Ja, das ja, dauert aber dann ziemlich lange. Das wird nicht an meinem Level liegen oder solche Scherze, falls jetzt... Ja, das kann so nicht sein, dass das so lang dauert. Da muss doch noch was anderes helfen. Die Raben, die kommen ja gar nicht, komischerweise. Das irritiert mich jetzt auch sehr. Wieso funkelt das Vieh so in Lilla? Oder ist das nur, weil ich das jetzt auf Kombi mache? Ich weiß es nicht. Und weiter. Ja, klar. Klar, ich mach grad das Stein kaputt. Okay. Okay, ich sehe die Risse. Muss ich dann vielleicht irgendetwas Bestimmtes machen? Und warum sehe ich jetzt die blöde Live-Leiste nicht mehr? Okay, einfach nur, weil ich zu nah dran war. Schön zu wissen. Ja, nee, lass mich in Ruhe. Du Scheiße. Mich irritiert das sehr, warum die Raben nicht kommen. Wie haben wir jetzt nochmal, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, Leute. Wie haben wir jetzt nochmal Eevee Inventar, denke ich mal. Ha. Ja, wir müssen mal wieder was essen. Hast du vorhin eigentlich deinen Nummer 23 Rekorder geöffnet? Das habe ich nämlich gar nicht gesehen, fällt mir mal so auf. Ja, den habe ich geöffnet und die Datei Genetika geschimpft. Ach so, na dann.
Ja. Ja, keine Ahnung. Jetzt müssen wir halt einfach mal was sagen, weil der Kampf nur mal urlange dauern wird. Ich kann ja nichts anderes einsetzen, außer das. Ja, komm. Es sei denn, du könntest vielleicht nicht mehr bei dem Hammer oder so praktischer. Ja, dann geht das Steinkrieg ja kaputt. Ja! Ey, du bist Gott! Verstehst du? Du bist einfach nur Gott! So. Aber es ist ja nur eine Theorie. Ja, machen wir mal. Ja, wie man sieht, ich habe wenig Geld. Ja. Oh. Ey, du bist gut, ey. Ey, ohne Scheiß. Ich hätte den Hammer halt einfach mal aus Prinzip nicht eingesetzt, weil ich, nicht darauf stehe, mich nicht verteidigen zu können. Es ist aber auch selten, dass man in einem Spiel logisch denken muss. In so einem zumindest. Yeah, und wieder mal hat Patrick den Tag gerettet. Ja, und schon kommt die nächste Cutscene. Er hätte nicht die Schriftrolle eines Nekromanten stehlen dürfen. Neox? Was? Wieso? Das hast du davon, wenn du dich mit den Toten befasst. Nox? Was tust du hier? Ich habe auf dich aufgepasst. Wie auf mich aufgepasst? Ja, er hat auf uns aufgepasst, hat uns nicht geholfen, der Schweinesack, aber wir bedanken uns mal trotzdem, ne? Jo. Ich bin froh, das zu hören. Ich musste herausfinden, auf welcher Seite du stehst. Und bislang bin ich doch erleichtert. Aha. Denk in Zukunft an dies. Diejenigen, die mit den Toten im Bunde sind, verfügen über die Fähigkeit, diejenigen zu erwecken, die tot sind. Aha. Halte dich von diesen Statuen fern, solange du kannst. Es wird eine Zeit kommen, wenn deine Verbindung mit den Toten so stark ist, dass du sie selbst ins Leben bringen kannst. Oh, wie geil! Woher willst du das wissen? Ich bin mir dessen sicher. Ich kann einige Dinge sehen. Er kann Dinge sehen, kann an die Zukunft gucken, oder? Nun muss ich dich verlassen. Oh, übrigens, die Schriftrolle, die du gefunden hast, ist gefährlich. Aha. Du solltest sie sofort zum Netz der Maske zurückbringen. Ja. Ja, das ist schön. Wieso zeigt er mir das jetzt hier an? Soll ich mal einfach mal da drauf drücken? Oh, okay. Unsere zwei banditischen Helfer. Ja. Mir ist irgendwie, schon klar, dass wir das jetzt zurück zum Netz der Maske bringen sollen, ne? Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, wir sind doch nicht den ganzen Weg jetzt hierher gestiefelt, um das zu machen. Keine Ahnung, was war denn das Primärziel? Naja, ach ja, du wolltest zurück in dieses eine Viertel, oder? Ne, wir wollten doch die Diebe um Gedöns, obwohl wir kennen ja jetzt den Eingang. So. Wir wollten ja jetzt die Diebe, die Diebesbande finden, um auf das Schiff zu kommen. Ich nehme aber an, dass wenn wir jetzt, zu der Diebesbande gehen, na, dass wir dann automatisch, wie bei Lara Croft so meistens, in so einer Cutscene gefangen werden. Sieht gut aus. Ja, hier ist kein Schwein, aber man hört, dass es gut aussieht, ist schon klar. Dieses, verdammt, Primärziel mit den Dieben, bla blub, jetzt habe ich irgendwie den Satz verkackt, vergessen. So, also, wir haben nicht gerade viel geschafft in der Folge, finde ich. Ich glaube, du wolltest sagen, dass wenn du da hingehst, ne, zu deinem Primärziel. Dass so eine Cutscene kommt, dann, wie bei Lara, ja, genau. Croft meistens. Und dann kannst du nach dem Motto nicht mehr zurück und nichts anderes mehr machen. Und darum machst du jetzt erst das andere, was nicht das Primärziel war. So. Ja, genau. Das ist der Plan.
So, und mit diesen epischen Worten von Patrick verabschiede ich mich mal von der Folge, weil es sind schon 15 Minuten um. Ey, ja. Gott, wie schnell die umgehen, ey. Boah, ey. Ja, jetzt mal ernsthaft. Ja, stimmt schon. Das sind bestimmt so ein 200 Folgen Let's Play. Ja. Nun geh. Ja, schön. Ich komm da hin. Nun geh. Ja, hat sich auch nichts anderes vor, du Schweinesack. Egal, also, wir sagen jetzt mal tschüss und so weiter. Bis in der nächsten Folge. Tschüss. Bye, bye.